Und ich erzähle euch schon mal, dass der nächste Vortrag gehalten wird, wie am Anfang angekündigt, von Ralf Zablowski, der remote ist und nicht hier. Und der Vorstand von Intersoft ist und von Frank, der neben mir sitzt. Der ist der Product Owner oder ein Product Owner bei uns. Eigentlich wollte ich euch noch opulent mit lustigen Hobbys anmoderieren, aber bei der Zeit, du musst deinen Werbeblock über deinen Theater-Werbeblock also selber gleich irgendwie reinwursten, ja? Also, nee, ich lasse das. Wir haben ja keine Zeit, ich rede wieder schneller wie immer. Das ist jetzt hier, genau, Hybrid as it's best mit einem Referenten offline, einem online hier. Aber ihr sprecht sehr konkret über jetzt Green IT-Themen und die Umsetzung in Unternehmen, also speziell in Unternehmen mit unserer Größe. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Ich weiß aber auch schon mehr als alle anderen, von daher ziehe ich mich jetzt zurück und sage viel Spaß, los geht's. Ja, Ralf darf beginnen. Ha. Chef zuerst. Ja, wir möchten so ein bisschen die Frage beleuchten, wie geht denn so ein typischer Mittelständler mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Da sehen wir gerade so, dass so ein bisschen so ein Leuchtturmprojekt von einem relativ großen Unternehmen ja gesehen haben, wo das in der Unternehmensstrategie verankert ist, das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn wir schauen, wie macht das so ein Mittelständler am Beispiel Intersoft? Also haben wir uns geguckt, was machen wir eigentlich? Wir gucken dabei auf Aspekte der Softwareentwicklung und die Auswirkungen, die das dann auf Nachhaltigkeit hat. Und andererseits schauen wir auch auf unser Arbeitsumfeld, also auch so diese Frage, wie arbeiten wir mit Beruflichen, wie arbeiten wir mobil und was haben die Änderungen, die wir in den letzten Jahren da erlebt haben, dann auch wieder für Auswirkungen auf Nachhaltigkeit an der Stelle gehabt. Und einsteigen möchten wir mit der Frage, Green IT, was ist das eigentlich und was hat es mit Nachhaltigkeit zu tun? Und das erklärt uns Frank. Ja, danke dir. Ja, Nachhaltigkeit, Green IT. Wo ist eigentlich da die Abgrenzung? Wir haben eben ja schon so ein bisschen das Ganze gehört von dem Johann angeteasert. Was heißt denn das eigentlich? Green IT, ja, das versteht so jeder ein bisschen anders. Es wird gerne vermischt irgendwie mit Nachhaltigkeit. Ist das gleichzusetzen oder nicht? Ich habe hier einfach mal Wikipedia bemüht. Hier geht es im Endeffekt um Lieferketten, Kommunikationstechnik, Hardware, was man ähnliches hat. Wir verstehen darunter auch so ein bisschen noch in die Richtung Software. Es geht um Ressourcenverbrauch und ähnliches. Wenn man das jetzt mal im Gegensatz zu Nachhaltigkeit anguckt, dann haben wir da so die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Da sind wir im Endeffekt bei ökonomischen Zielen, haben wir eben auch schon gehört, ökologische Ziele und soziale Ziele. Soziale Ziele haben wir eben auch einen Teil schon gehört. Green IT bezieht sich im Endeffekt auf ökologische Themen und Ziele, die fast äquivalent sind zu ökonomischen Zielen. Insgesamt für alle drei Zielsetzungen haben wir Möglichkeiten, was Nachhaltigkeit angeht. Einmal Effizienz, das heißt also Dinge irgendwie besser zu machen, das heißt von der alten, normalen, klassischen Glühbirne auf so eine LED-Leuchte umzusetzen oder Konsistenz, irgendwie Kreislaufsysteme zu etablieren, die sozusagen im Recycling Wiederverwendung von Materialien, Komponenten und ähnlichen Dingen haben. Und das andere, was wir haben, Vermeidung, dass wir erst Dinge vielleicht gar nicht benötigen, die man tatsächlich einsparen könnte von Anfang an. Das heißt, man sollte es von Anfang an schon berücksichtigen, um das Ganze umzusetzen. Wenn wir das jetzt bei Green IT sehen, dann sind wir hauptsächlich bei Effizienz, Suffizienz und Konsistenz im ökologischen, ökonomischen Bereich. Soziales eher weniger. Da haben wir eben auch schon ein Logo gesehen. Ich habe das mal als Beispiel genommen, was eben jetzt bei uns ein bisschen, was Green IT angeht, abgegrenzt ist. Das ist nämlich die soziale Nachhaltigkeit. Da hatten wir eben ja auch schon die ILO-Kernarbeitsnormen, das heißt Kinderrechtskonventionen einzuhalten und ähnliche Dinge. Da haben wir ein bisschen Glück. Es geht da um Lieferketten. Wo werden meine Komponenten für die jeweiligen Hardware-Equipment sozusagen gefördert? Ist es Kinderarbeit? Werden Rohstoffe irgendwie nachhaltig, auch ökologisch denn vielleicht entsprechend abgebaut? Das heißt, irgendwo im Amazonasgebiet, dass wir da halt nicht irgendwo gleich die ganze Natur verseuchen, damit wir irgendwelche Naturalien da entsprechend abbauen. Das ist hiermit bei uns, bei Green IT, jetzt erstmal nicht gemeint. Das heißt, uns geht es hauptsächlich um ökologische Nachhaltigkeit. CO2-Emissionen ist so das eine Schlagwort, was wir da haben. Ja, das heißt, Green IT ist ein Bestandteil von Nachhaltigkeit, aber eben nicht allumfassend. Und wir haben es ja eben auch schon gehört, es gehört an sich alles zu einem großen Gesamtkonzept. Was wir berücksichtigen müssen, ist, dass wir als Mittelständler, dass bei uns zum Beispiel keine Nachhaltigkeitsphilosophie in dem Sinne als Unternehmensstrategie drin ist. Das haben wir eben ja gehört, im öffentlich-rechtlichen Bereich
gehört das mit auch zur Unternehmensstrategie, weil es zwingend notwendig ist, weil es gefordert wird. Ist bei uns, wir als ja, im Endeffekt Dienstleister unserer Konzernmutter in München von der WWK halt so nicht gefordert. Deswegen bei uns auch momentan nicht im Vordergrund. Ja, wie sieht es denn aus bei Intersoft? Was bewegt uns gerade so, Ralf? Um mal den Spielball an dich wieder zu übergeben. Ja, genau. Also ich lasse mal so die unsere eigentlichen Kernthemen außen vor, also dass wir die Softwareentwicklung betreiben, ist, glaube ich, klar. Was uns ansonsten so umtreibt, ist tatsächlich auch dieses Thema, was wir alle gerade spüren, so gestiegene Kosten im Bereich Energie und Lebenshaltung, die nach oben gehen. Wir haben die letzten 2-3 Jahre die Corona-Pandemie durchlitten und die Auswirkungen, die das dann wiederum hatte auf unsere Arbeitswelt. Das ganze mobile Arbeiten, was daraus entstanden ist, im Homeoffice zu arbeiten. Und das hat auch wiederum Auswirkungen auf das Recruiting. Auch das ist ein Thema, das hatte Johann gerade ja auch schon angesprochen, ein Thema, was uns ganz massiv umtreibt. Wie finden wir gute Kollegen, die bei uns arbeiten, mit uns zusammenarbeiten wollen? Und wie können wir die Kollegen, die wir schon an Bord haben, auch möglichst lange bei uns behalten und an uns binden? Und in dem Zusammenhang stellt sich immer stärker, gerade bei den jüngeren Kollegen, diese Frage auch nach Nachhaltigkeit. Die wollen eine Antwort von uns davon haben. Und das ist so ein bisschen der Punkt, an dem wir gerade stehen. Nachhaltigkeit taucht bis jetzt bei diesem Fokussystem noch nicht auf. Ich stehe mir an der Ecke noch nicht. Es ist noch nicht in der Unternehmensstrategie verankert. Meine persönliche Überzeugung ist, wir müssen das ändern. Wir müssen Nachhaltigkeit stärker in den Fokus nehmen und wir wollen das auch ändern. Wir haben momentan mal so 5 Themenfelder, jetzt im Vortrag ausgeguckt, auf die wir mal schauen wollen. Was tun wir da vielleicht schon in den Bereichen? Wie bewerten wir also die heutige Situation, die wir bei uns haben und welche Ideen haben wir vielleicht auch noch? Und da würde uns im Anschluss dann auch interessieren, so was ihr vielleicht so an Ideen bei euch in dem Unternehmen gerade so umtreibt. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt links oben, Produktentwicklung. Frank, inwieweit sind da Nachhaltigkeitsaspekte schon ein Thema? Ja, was haben wir da? Produktentwicklung, ja, worum geht es eigentlich tatsächlich? Wir haben ja auch einen Legacy-Monolithen bei uns im Hause. Der erfährt immer wieder so einen Face-Relift. Was wir aber zusätzlich noch haben, ist, wir haben auch neue Produkte. Das heißt, da werden wir auch neue Technologien verwenden, die halt anders sind, als man es früher verwendet hat, ganz klar. Auf Nachhaltigkeit in dem Sinne verwenden wir, arbeiten wir nicht hin. Was wir aber haben, ist tatsächlich, dass wir neuere Technologien haben, dass wir, hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, Rechenzentrumsfähigkeit, das heißt auch Cloud Readiness an der Stelle mit beachten. Das ist bei neueren Produkten einfacher, bei unseren großen Monolithen halt deutlich schwieriger. Was wir aber bei uns sehen, ist halt, dass wir vom Application Server halt jetzt Gott sei Dank weg sind und tatsächlich an der Stelle nicht Cloud Readiness sind, aber wir können ihn schon in der Cloud betreiben. Das heißt aber nicht, dass wir ein Blue-Green Deployment können oder sowas, aber schon in die Richtung uns langsam entwickeln. Das ist eine lange Aufgabe, weil der Legacy Monolith ist noch im Einsatz, macht die Sache schwierig, aber wird langsam handhabbarer. Was habe ich für einen Vorteil, wenn ich da Cloud-ready bin? Auch das haben wir vorhin schon angesprochen, ich kann meine Hardware-Ressourcen halt besser nutzen, weil ich sie share. Das heißt, früher hatte ich mal einen einzelnen Application-Server, der konnte für nichts anderes verwendet werden. Ich habe das da verwendet und dann lief der da, aber dafür habe ich immer eine Hardware-Ressource gebunden. Ähnlichen Ansatz haben wir früher auch gefahren. Wir haben separate Server für eine Tätigkeit, Testmanagement und ähnliches verwendet. Führt dazu, dass ich die auch nicht sharen kann, hat aber 50.000 Euro gekostet. Haben wir heute umgebaut und entsprechend bei uns in die Cloud gestellt. Den Rest haben wir entsprechend cloudfähig gemacht, nämlich unsere Testwerkzeuge, dass die entsprechend darin laufen. All solche Dinge. Was kann man noch so tun? Ja, beim Monolithen ist es ganz einfach. Laufzeiten. Wir haben es bisher so aus ökonomischer Sicht betrachtet. Wir wollen schneller sein in der Build- und Deployment-Zeit. Wir wollen natürlich auch damit im Endeffekt den Entwickler schneller in die Arbeitsfähigkeit setzen. Das ist ein ökonomischer Aspekt. Wenn man den ökologischen Aspekt sieht, dann kann man es hier relativ gut sehen. Habe ich eine kurze Test- oder Bildzeit,
dann beanspruche ich, weil man das kleine Bild da sieht, halt die CPU und damit äquivalent geht dann ja auch einher der Stromverbrauch, entsprechend auch Einsparung. Das heißt, wenn ich beim großen Monolithen, und da haben wir einen sehr länglichen Dependency-Graph, entsprechend auch weniger Abhängigkeiten habe, das heißt, es muss nachher vielleicht weniger an bestimmten Modulen getestet werden, dann führt es auch dazu, dass ich nicht nur Zeit einspare, was bisher im Fokus war, weil wir sind halt betriebswirtschaftlich eher orientiert, aber ich spare damit natürlich auch nachhaltig Strom und damit CO2-Emissionen ein. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann es dann auch noch auf die Spitze treiben. Wir haben es gemacht, wir haben uns dafür auch extra Software angeschaut, diesmal auch ein bisschen proprietär eingekauft, um besser analysieren zu können, wo man dann tatsächlich entsprechend Potenziale ausschöpfen kann. Kurzum, es ist Architektur, die da reinspielt, also wie es aussieht. Ich sollte vielleicht modernere Bildtools verwenden, also nicht nur mit älteren Dingen irgendwie immer alles bauen wollen, weil bei uns dauerte der Bild früher Stunden und eher ganz in alter Zeit sogar noch Tage, wenn man es hochnimmt. Und was man zusätzlich noch sehen muss, ist, wenn ich Produkte erstelle, dann sollte ich vielleicht auch darauf achten, dass ich Datenvolumina möglichst klein halte. Also auch da mit dran denken bei der Architektur, entsprechend das Ganze so umzusetzen, dass ich versuche, möglichst wenig Daten hin und her zu schieben und nicht das Maximum. Ja, Mindset der Mitarbeiter. Also wir haben ein Team, das ist ein relativ junges Team, das ist gerade so in der Phase, ja, wir bekommen Kinder in Anführungsstrichen. Und das ist cool, weil es hat auch tatsächlich dazu bei uns in Diskussionen dazu geführt, auch wenn es nicht in der Unternehmensstrategie drin ist, aber es führte zu einer angeregten Diskussion, ey, müssen wir uns jetzt schon neue Hardware kaufen? Beispiel vorhin eben, was ich gesagt hatte, wir haben da irgendwo alte Testumgebungsserver, die haben wir noch zusätzlich bei uns in den Cluster reingesteckt. Die waren an sich schon längst aus der Wartung, aber sie sind dann nicht verschrottungsreif, also kann man machen, aber wir haben einfach eine Laufzeitverlängerung genommen. Solche Themen diskutieren wir halt auch an. Die verbrauchen vielleicht einen Tick mehr Strom, aber in der Erzeugung eines ganz neuen Hardware-Produktes ist es ökologisch dann vielleicht trotzdem noch nachhaltiger. Also solche Dinge. Man muss es vielleicht nicht bis zum Ende ausreizen. Aber so in dem Dreh führen bei uns angeregte Diskussionen dazu, dass man tatsächlich auch sowas indirekt hat, ohne dass es gleich eine Unternehmensstrategieänderung bedarf. Also das ist ein spannender Punkt. Ja, Ralf, Rechenzentrum, da bist du ja der Experte. Bei unserer Konzernmutter betreiben wir echte Rechenzentren. Bei uns haben wir uns nur eingemietet. Wie sieht es denn da so aus? Ja, genau. Fangen wir vielleicht an mit dem Blick so auf die Konzernmutter. WWK hat in München einen Hauptstandort, hat da ein großes eigenes Bürogebäude und in diesem Bürogebäude zwei Rechenzentren. Und schon vor, ich habe es nicht genau mehr nachlesen können, vor irgendwie 20 Jahren oder so, ein Rechenzentrumskonzept speziell zum Thema Kühlung und Abwärme. Das ist tatsächlich bei Rechenzentren, glaube ich, schon seit vielen Jahren ein großes Thema. Energie in Form von Stromleitungen reinzukriegen, ist relativ einfach. Die Abwärme, die dabei entsteht, wegzukriegen, ist ein Problem. Und die dann nutzbringend wegzubringen, da gibt es ganz wenige Ansätze, die das wirklich vernünftig umgesetzt haben. Und das hat die WWK vor 20 Jahren schon gemacht, indem sie die Abwärme genutzt hat, um das gesamte Bürogebäude zu heizen. Man muss praktisch keine Heizenergie zukaufen. Das läuft alles über die beiden Rechenzentren, obwohl die effizienter geworden sind über die Jahre. Und das fand ich interessant, gerade bei deinem Vortrag auch, Johann, dass ihr die neuen Rechenzentren genau auch so schon konzipiert habt. Das ist ja in diesem Gesetzentwurf, der da gerade irgendwie besser geistert, anscheinend auch ein Riesenthema, diesen Effizienzfaktor da runterzutreiben in die Nähe von 1. Und das geht nur über Abwärmenetze und Abwärmenutzung. Und die Probleme, die das dann wieder macht, physikalisch, und wer will dann überhaupt so eine Abwärme haben, das wird, glaube ich, noch eine ganz spannende Diskussion in den nächsten Jahren werden. Aber es ist sicherlich wichtig, das in die Richtung zu treiben. Für uns, wir sind in dem Vergleich dann wieder ein kleines Licht. Frank hat schon angesprochen, wir sind da Untermieter. Wir haben eben einen Serverraum in einem Rechenzentrum angemietet. Und da stehen dann halt unsere Server drin, die wir haben. Das heißt, wir haben wenig Einfluss da auch auf das Rechenzentrum, wir nutzen das da. Und was wir jetzt im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion festgestellt haben, wir haben dann zumindest wirtschaftlich, momentan einen ganz schlechten Anreiz, auf Energiesparung zu achten. Weil wir haben da eine Steckdose liegen mit einem entsprechenden Stromanschluss. Und wie viel Leistung wir da abnehmen im Rechenzentrum, ist total egal. Also wir zahlen dann dafür nicht mehr. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich so ein bisschen überrascht, weil da fehlt jeder wirtschaftliche Anreiz, vernünftig
zu arbeiten und effiziente Server einzusetzen. Aber das hängt nicht davon ab, das trotzdem zu tun. Im Büro ist es anders. Wenn wir im Büro schauen, da haben wir ganz normalen Stromvertrag und Stromanbieter, natürlich auch umweltfreundlichen Strom. Da wissen wir, dass wir da so ungefähr 4.500 Kilowattstunden im Monat an Stromverbrauch haben momentan. Das ist weniger geworden als in den Jahren davor, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Wir haben, obwohl die Büros sehr wenig genutzt werden momentan, wir haben immer noch so um die 80% der Mitarbeiter, die mobile arbeiten, von zu Hause aus arbeiten, das viele leere Flächen. Wir haben lange Zeit aber nicht darauf geachtet, dass die Geräte auch wirklich ausgeschaltet sind. Also das ist alles so im Standby. Das gucken wir uns gleich nochmal an, was das bedeutet. Du hast das zu Hause mal gemessen, oder? Ja, ich habe zu Hause mal gemessen. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt. Ja, wie sieht mein Home-Arbeitsplatz eigentlich aus? Also ich bin ganz normal hier mit dem Laptop da von größeren Herstellern unterwegs, habe mir da einen Monitor angeklemmt, dann ist da ein Router dran, ganz normal das Handy-Ladegerät, weil ohne Handy geht ja nicht. Dann ist da noch irgendwo ein Drucker dran und das war es dann auch schon. So kann man an sich ganz gut arbeiten und natürlich die Kamera nicht vom Laptop, sondern eine vernünftige Kamera. Ja, wie sieht sowas aus? Ich habe mal gemessen. Ich habe einfach mal den Leerlauf sozusagen gehabt. Das heißt, ich sitze vor meinem Rechner, höre mal so an, was da so los ist bei uns, lese Mails und so. Das ist so der Leerlaufstrom irgendwie von 30 Watt, so Pi mal Daumen. Arbeite ich denn mal richtig? Also in meinen Wünschen ist das immer, ich arbeite auch an Code. Da freue ich mich dann auch mal, wenn ich mal was machen darf. Ich habe das spaßeshalber mal getan. Ich habe da tatsächlich mal ein Thema gefunden. Dann hatten wir ja vorhin schon die Bildzeiten gesehen und so weiter. Ich habe das Ganze dann nicht auf einem zentralen Server mit ordentlich Wumms gehabt, sondern mit dem kleinen Laptop da um die Ecke. Aber der geht dann mal socker auf seine 80 Watt so Pi mal Daumen hoch. Das ist schon ganz ordentlich. Man merkt es dann auch, der Lüfter springt an. Das ist schon, man kennt es. Manchmal hat man es auch bei Videokonferenzsystemen. Ja, das ist schön, das ist gut. Dann habe ich mal gar nichts gemacht, weil irgendwann hört man ja auf mit der Arbeit. Der Laptop lädt halt mal so weiter. Das gibt ja mal so die großen Diskussionen, auch im Internet sieht man es manchmal. Na, ich kann das nicht ausschalten, weil mein Laptop muss ja noch laden. Ist aber ein bisschen blödsinnig an sich, die Argumentation, weil der hat ja schon tagsüber aufgeladen, wenn ich ihn an der Dockingstation dran habe. Aber nachts ist das Ding gelaufen wegen Router und so weiter, bei 18 Watt immer noch Standby. Einfach so. Der Monitor ist auf Standby gegangen. Das ist ungefähr das, was Ralf gerade angerissen hat. Es gibt halt viele Geräte. Ich weiß, es gibt die Emissionen und man sollte ungefähr unter einem Watt sein im Standby-Betrieb. Aber die Menge an Geräten, die man da immer noch dran hat, das ist immer noch eine ganze Menge. Und die Kleinvieh macht halt auch Mist. Kurzum, ich habe mir dann irgendwann einfach mal die Steckdose genommen und tatsächlich abgeschaltet. Es misst natürlich dann nichts mehr, ist klar. Was hat mir dann am besten geholfen? Einfach die abschaltbare Mehrfachsteckdose von 390 bei größeren Online-Providern, wo man einkaufen kann. Das ist wirklich ganz einfach und widerspricht tatsächlich, ich meine, das kann man an der Firma natürlich auch machen. Man kann es auch elektronisch besser machen. Es gibt da auch so Geräte irgendwo, wo man das dann noch wieder smart machen kann. Da kann man sich das dann auch automatisieren und so weiter. Aber die meisten sind ja zu faul. Dieser Standby-Schalter sagt ja im Endeffekt nur aus, wenn ich rangehe und wieder mal die Maus bewege, dann geht mein Bildschirm wieder an. Aber es sind ja trotzdem immer noch ein Footprint von wenigen Watt, ja, aber eine Menge. Und wenn man dann gerade größere Bürogebäude hat, das ist schon echt eine Menge Holz. Und wenn man das dann mal hochrechnet, und da gab es dann ja auch viele Sachen, deswegen gab es ja auch vom Gesetzgeber neuere Verordnung, das ist schon echt eine Menge. Da kann man auch bei sich zu Hause gut anfangen. Ja, Ralf, Homeoffice, Pendelwege, ja. Da hast du dich mal ein bisschen kundig gemacht. Genau, wir haben uns mal angeguckt, wenn die Kollegen nicht ins Büro fahren müssen, sondern im Homeoffice arbeiten können. Was spart uns das denn eigentlich so an Energiekosten und an CO2-Verbrauch ein? Was ich hier dargestellt habe, ist, jeder Punkt ist ein Mitarbeiter von der Interstoff an seinem Wohnort gekennzeichnet. Natürlich haben wir einen starken Schwerpunkt in und um Hamburg, aber wir haben eben auch ein paar Kollegen, die echt weit weg wohnen. Das sind so 100 Kilometer da im Norden nach Kiel oder nach Westen, nach Heide oder nach Osten, nach Schwerin, sogar 110 Kilometer. Also werde ich mit dem Routenplaner mal ausgemessen, welche Entfernung im Auto zurückzulegen wäre. Dann habe ich mal so grob abgeschätzt, so wenn ich mit dem Auto das dann fahren würde, sind 100 Kilometer dann ungefähr 30 Kilogramm CO2-Äquivalent für die einfache Fahrt. Bei 200 Arbeitstagen bin ich dann bei schlanken 12 Tonnen. Und das ist dann ein Mitarbeiter gewesen. Und
Allein dadurch, dass die Kollegen nicht mehr jeden Tag ins Büro können müssen, sparen wir da ganz erhebliche Energieverbräuche und CO2-Belastungen. Und natürlich auch so ein paar Euro Kosten, die dann für Benzin entstehen an der Stelle. Nichtsdestotrotz sponsern wir für unsere Mitarbeiter ein HVV-Ticket für die, die im Stadtgebiet wohnen oder in dem erweiterten Gebiet des HVV. Die müssen dann halt nicht mit dem Auto fahren, dann können öffentlichen Verkehr nutzen. Und was natürlich super ist, wenn dann das tatsächlich gelingt, im nächsten Jahr dieses Deutschland-Ticket da auf die Beine zu stellen, dann kriegt jeder Mitarbeiter das dann halt von uns gestellt und kann dann wirklich ja überall in Deutschland dann den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das finde ich eine echt sehr, sehr positive Entwicklung, wenn sich das nicht hinkriegen. ja, soweit zum Homeoffice. Wenn wir dann nochmal angucken, was fällt uns sonst so an allgemeinen Themen noch ein? Abschalten, abschalten, abschalten. Frank ist mal durchs Büro gelaufen, hat ein paar Fotos gemacht, sogar Geräte nicht nur auf Standby lassen, sondern wirklich ganz ausschalten, Licht ausschalten. Wir haben da hinten im Hintergrund so einen Druckerraum abgebildet, da bleibt das Licht permanent an, nicht fahren. Letztendlich fängt Nachhaltigkeit irgendwie im Kopf an und jeder von uns ist so gefordert, aufgerufen, da auch so ein bisschen sein Mindset zu ändern und einfach darauf zu achten im Alltag, also Kleinigkeiten auch drauf zu achten. Wir haben noch ein letztes Beispiel mitgebracht. Wir haben mal geguckt, wie sich so die Dienstreisen bei uns verändert haben in den letzten Jahren. Natürlich durch die Corona-Pandemie so schlagartig fast bis auf null runtergegangen. Von so 270 Dienstreisen im Jahr 2016 jetzt nochmal geschätzt für das letzte Jahr so ungefähr 10. Das wird vermutlich wieder nochmal ein bisschen mehr werden, weil wir schon sehen, dass es durchaus Vorteile hat, wenn man zu bestimmten Meetings sich auch mal persönlich trifft und nicht nur alles über Videokonferenzen macht, auch wenn das relativ gut funktioniert. Trotzdem lohnt es sich für manche Sachen doch nochmal dann auch zu reisen. Aber wird niemals mehr auf das Niveau wieder ansteigen, das, was wir früher hatten, bin ich ganz sicher. Wenn wir so zusammenfassen, was sind so die drei Hauptpunkte? Und dann nochmal Nachhaltigkeit fällt im Kopf an. Mindset muss sich verändern. Momentan sehen wir bei uns noch, dass stark sozusagen Kosten-Nutzen-Effekt im Vordergrund steht. Wir investieren nicht bewusst in Nachhaltigkeit. Wenn das wirtschaftlich uns auch sich rechnet, dann machen wir das. Manchmal hat es so Nebeneffekte, wie Frank es geschildert hat, dass wir dann Dinge einsparen. Aber wir sind dennoch jetzt auf dem Weg und haben erste Schritte unternommen und werden auch weitere Schritte gehen. Das ist hoffentlich der dritte. Und schließen möchte ich mit der Frage an euch, so für die nachfolgende Diskussionsrunde. Gerne auch in den Breakouts. Was beschäftigt euch denn gerade in euren Unternehmen und welche Ideen habt ihr vielleicht noch? Und damit danke für eure Aufmerksamkeit.